vom Battle Pack aus dem Lidl. Habt ihr richtig fein Stuff drin. Ja, Feuersturm, zweimal, Kalimbo, Zauberwürfel, eine Aquila ist mit bei, Double Star, ein paar Böller, dicke Bertha, Blizzard, das ist so eine Pfeif- und Leuchtwirbelbatterie, Highraiser oder Highraiser, so, Kometensturm, Power Tower, ja, und wieder ein paar Böller und Rülis drin. Ja, machen wir einfach mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Als erstes die Feuersturm-Batterie. Jetzt Feuersturm Nummer 2, auch 7 Schuss. Kometensturm nehmen wir jetzt als drittes. Leuchtkugelbatterie, 100 Schuss soll das Ding haben, 15 Sekunden Brenndauer, da bin ich ja mal gespannt. So wie ihr sehen könnt, normales 100 Schuss römisches Licht, angeblich 100 Schuss, naja, unterm Jahr reicht das mal. Ah, das waren jetzt bloß 62. Kalimbo, 16 Schuss aus dem Battle Pack. Nummer 4 jetzt, die wir anhauen. 35 Sekunden Brenndauer, Effekthöhe 45 Meter. Naja, gucken wir mal. Kalimbo, auch schon Ewigkeiten nicht mehr in der Hand gehabt, das Ding. The Hawk zündet. Flower Power, die nächste Batterie aus dem Battle Pack. Ja, Leuchtkugelbatterie. 12 Schuss, feuerfrei. Ja, die will nicht. Als nächstes haben wir jetzt hier die Highriser Batterie, auch ein Klassiker aus den Weco-Sortimenten der letzten Jahre, kennen ja viele schon von euch, ebenfalls, also entweder aus dem Power Tower oder jetzt hier aus dem Bombette-Set oder aus dem Set, das beim Norma gibt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, ihr wisst Bescheid, ja, hauen wir an das Ding. Die manchmal hinfliegen, die Teile. Als nächstes, Leute, die Blizzard Star Pfeif- und Leuchtwirbelbatterie. Ja, auch 15 Schuss, an damit. Viel Spaß. Dicke Bertha, die dicke Bertha. 7 Schuss Klassiker Cake. Hauen wir jetzt direkt an. Viel Spaß. Da, Leute, wenn man die aus der Umverpackung rausgenommen hat, dann sieht sie aus, wie wir sie kennen: das Oldschool-Design, dicke Bertha. Oh, ist das schön. Hat richtig so Retro-Feeling.
Oh, herrlich. Gebt euch, Leute. Cooler Retro-Artikel. Man hört auch richtig so diese Teile von der Bombette auf dem Boden wieder platschen. Also ich habe es ebenfalls gehört. Als nächstes die Double Star 2-Stufen-Batterie von Wego aus dem Bombette-Pack. Guck mal, Leute, so sieht sie aus. So ein Space-Design. Hier oben mit so einem schönen, hier, ich weiß nicht, soll man denn so eine Hand halten und dann hochschmeißen oder wegschmeißen die Batterie? Ich weiß es nicht. Das sieht so aus wie so eine Handgranate, ne? So. Ja, auf jeden Fall ein bisschen kurios das Ding. Ah, für 7 Schuss, ne, mal gucken. Kurz, aber egal. Die Funken, ja, die Funken. So, jetzt der Zauberwürfel, einer meiner Lieblingsartikel, früher schon gewesen. Ist ja auch ein Oldschool-Artikel, wenn man es so nimmt, ein alter Klassiker. Ja, von oben, naja, viele von euch kennen das Ding ja schon, aber mir macht das Ding immer wieder Spaß. Mal gucken, ob die Brenndauer immer noch so toll ist wie früher. Jetzt die letzte Batterie aus dem Sortiment, die Aquila oder auch Poison oder auch Reno oder Dampfhammer oder Fast and Furious. Ja, aber hier originales Design von Wego Aquila. 16 Schuss, ich hoffe auch mit selber Schweifaufstieg. Ja, mal gucken, krönender Abschluss. Mit Silberschweif, ganz toll. Ja, Zerleger zwar nicht mehr ganz so dicke, aber trotzdem immer noch eine schöne Batterie. So, wie ihr sehen könnt, der Karton ist schon fast leer. Jetzt haben wir noch ein bisschen Knallzeugs und also noch ein paar Böller, Teppiche etc. und 4 römische Lichter. Versuchen wir mal alle 4 gleichzeitig anzukriegen. Wenn nicht, ist auch egal, können wir so auch nochmal einzeln genießen. Aber wir versuchen es. So, wir haben die jetzt in der Aquila-Batterie reingestopft. Passen haargenau rein. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie alle 4 ankriegen. Ist ja feuerfrei. Hat geklappt. So, als erstes die China-Böller oder Riesen-China-Böller D, sagt der Rico immer. Die zünden wir jetzt als erstes und dann arbeiten wir uns immer weiter vor. Ah, ziemlich dünn, ne? Ja. Hört sich irgendwie so ein A-Böller. Der war aber ganz gut. Ja, lass mal stehen. Ja, der war gut. Der war sehr gut. Und das eine Stück ist mir auf die Schulter geflogen. Stellen wir noch mal einen hin. Der war auch sehr schön. Ja, dann machen wir gleich die zweite Packung. Ja.
sogar zeitgleich. Ja, das hat gepasst. So, jetzt nehmen wir die Superböller 2. Super. Und der letzte. Gar nicht mal so schlecht diesmal die Böller. Die sind wirklich gut, ne? Ja. Erstmal den Fuß weggehauen. Oh, das war ein Puffer. Also das die, war ein Puffer. Die Tonschleuder. Ja. So, die letzten Artikel aus dem Bombette-Set und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Lady Knaller 400. Halt kleine Ladycracker-Matten, ne? Kennt ihr ja schon. Das ist der Abschluss halt. Das sieht ja so aus, die letzten Lundenstücke. Sehr schön. So, und die zweite Packung.